HTC Vive oder Oculus Rift, wir klären Sie die Frage aller Fragen, welche VR-Brille ist die beste? In diesem Video schicken wir Oculus Rift und HTC Vive in die Arena und lassen sie in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Das Oculus-Headset wird an den Seiten von einem stabilen Rahmen gehalten, der mittels gummierter Riemen und Klettverschlüssen angepasst werden kann. Die Textilkomponenten sind eher schlecht verarbeitet. Das Tragegefühl ist zwar sicher, wird das Headset öfter verstellt, nutzen sich die Verschlüsse allerdings schnell ab. Zum Ärger aller Brillenträger bietet das Gehäuse der Oculus Rift nicht besonders viel Platz für eine zusätzliche Sehverstärkung. Unter dem Headset getragen werden Brillen unangenehm ans Gesicht gedrückt und können dadurch sogar beschädigt werden. Einen weiteren Kritikpunkt stellt die Nasenaussparung dar, durch die beim Tragen Licht ins Innere der VR-Brille fällt. Das nervt besonders beim Spielen in hellen Umgebungen und stört das Mittendrin-Gefühl. Das geringe Gewicht des Headsets spricht für die Oculus Rift. Die befürchteten Nackenschmerzen stellten sich auch bei längeren Sessions nie ein. Für die schlechte Verarbeitung und den mangelnden Platz im Inneren des Headsets geben wir in Sachen Tragekomfort einen Daumen nach unten. Das Vive-Headset lässt sich mittels elastischer Riemen und Klettverschlüssen festzurren. Die Verarbeitung der Riemen ist hochwertig. Die VR-Brille sitzt jederzeit sicher auf dem Kopf. Sogar nach Zusammenstößen mit schaulustigen Kollegen blieb das Vive-Headset stets in der gewünschten Position. Das Headset dunkelt jederzeit komplett ab und bietet im Gegensatz zu Oculus Rift genug Platz für Sehhilfen. Brillen können also jederzeit komfortabel unter der HTC Vive getragen werden. Die robuste Bauweise sorgt im Vergleich zu Oculus Rift für minimal höheres Gewicht, das sich bei unseren Tests aber nie negativ bemerkbar machte. Mit dem stabilen Gehäuse und den hochwertigen Verschlüssen verdient sich das Vive-Headset in Sachen Tragekomfort einen Daumen nach oben. Das Rift-Headset verfügt über ein OLED-Display mit einer Auflösung von 1080x1200 Pixeln pro Auge bei 90 Bildern pro Sekunde. Trotz gleicher Technik haben wir den Eindruck, dass die Oculus im Vergleich zur HTC Vive ein schöneres Bild liefert. Die Bewegungsabfrage erfolgt mittels eines Sensors und ist primär auf Kopfbewegungen ausgelegt. Im Praxistest funktioniert die Bewegungskontrolle sehr gut und erfasst unsere Bewegungen punktgenau. Wird die Sichtlinie des Sensors unterbrochen, zum Beispiel durch eine vorbeilaufende Person, kann es vorkommen, dass sich die Brille neu ausrichtet. In einem laufenden Spiel kann sich dadurch unsere Position ändern. Die Touch-Controller des Rift-Headsets befinden sich derzeit noch in der Entwicklung und werden daher nicht zusammen mit der Brille ausgeliefert. Momentan können Spiele also lediglich mit einem Controller gespielt werden. Die integrierten Lautsprecher des Oculus-Headsets liefern einen deutlich besseren Klang als die In-Ear-Kopfhörer der HTC Vive. Auf Wunsch können sie aber auch abgenommen und durch normale Kopfhörer ersetzt werden. Für die gute Bewegungserkennung, das minimal hübschere Bild und die solide Klangqualität der Lautsprecher gibt es in Sachen Technik einen Daumen nach oben für das Rift-Headset. In Sachen Auflösung und Bildfrequenz gleichen sich die beiden Headsets. Im Gegensatz zu Oculus kommt das HTC Vive-Headset jedoch mit zwei Bewegungscontrollern. Das Tracking funktioniert mit Hilfe der Lighthouse-Technik. Die insgesamt 70 Sensoren an der Brille und an den Controllern erfassen die Lichtsignale der beiden Basisstationen und geben so Aufschluss über die Position des Trägers. In unseren Tests funktionierte die Bewegungserkennung jederzeit hervorragend. Auch die Steuerung mit den beiden SteamVR-Controllern klappt einwandfrei und ist äußerst präzise. Im Hinblick auf den größtmöglichen Spielbereich von 25 Quadratmetern hätte das Kabel der Vive aber etwas länger ausfallen dürfen. Die mitgelieferten In-Ear-Stecker taugen in Sachen Klangqualität nicht besonders viel. Falls vorhanden, lassen sich diese aber durch einen Satz anständiger Kopfhörer ersetzen. Auch das Vive-Headset schlägt sich in Sachen Technik gut. Ob die Bewegungssteuerung wirklich notwendig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. In unseren Tests hat die Abfrage aber wunderbar funktioniert, daher gibt es einen Daumen nach oben für das Vive-Headset. Der Aufbau des Oculus Rift Headsets geht simpel und schnell vonstatten. Das Einrichtungsprogramm schildert jeden Schritt detailliert, alle nötigen Vorgänge sind zudem gut visualisiert. Die Ersteinrichtung nimmt nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch. Das Oculus-Headset ist auf ein Spielerlebnis im Sitzen ausgelegt und benötigt daher nicht viel Platz. Für die Zugänglichkeit des Oculus-Headsets gibt es aufgrund der simplen Einrichtung sowie der ausführlichen Anleitung einen Daumen nach oben.
Der erste Aufbau des Vive-Headsets dauert im Vergleich deutlich länger. Die Montage der Tracking Station sowie die Einrichtung des Spielbereichs nehmen dabei die meiste Zeit in Anspruch. Auch hier führt uns ein Programm durch die Installation, das jeden Schritt erläutert. Für die raumfüllende Variante sollte zudem ordentlich freier Platz vorhanden sein. Auch die Raumhöhe muss berücksichtigt werden, im Idealfall sollten die Tracking Stations auf einer Höhe von 2 Metern angebracht werden. Alternativ lässt sich das Headset aber auch im Sitzen verwenden. Zwar ist der Aufbau des Vive-Headsets ebenfalls gut erklärt, funktioniert allerdings nicht überall. In Räumen mit Dachschrägen kann die raumfüllende Variante beispielsweise nicht verwendet werden. Für die Ersteinrichtung ist zudem mehr Zeit nötig. Daher gibt es in Sachen Zugänglichkeit einen neutralen Daumen. Mit dem Rift-Headset setzen Facebook und Microsoft auf Exklusivtitel. Beim Kauf eines Oculus-Headsets sind gleich 2 Spiele enthalten. Vor allem der Weltraumshooter Eve Valkyrie hat uns gut gefallen. Wir sind gespannt, wie sich die weiteren Oculus-Exklusivtitel schlagen werden. Zudem können auch auf Steam alle VR-Titel mit dem Oculus-Headset gespielt werden. Bisher aber nur ohne Bewegungssteuerung. Zwar gibt es aktuell vollwertige Spiele mit Rift-Unterstützung, einen wirklichen Knallertitel vermissen wir dennoch. Das aktuelle Angebot an Spielen rechtfertigt eine Anschaffung des Headsets unserer Meinung nach noch nicht. Für die Oculus-Exklusivtitel vergeben wir daher einen neutralen Daumen. Für das HTC Vive-Headset gibt es aktuell massig Titel auf Steam. Darunter finden sich jedoch vorwiegend Tech-Demos und Gelegenheitsspiele mit geringem Umfang. Die grafischen Möglichkeiten der Vive nutzen bisher nur wenige Spiele aus. Der Fokus liegt eher auf Spielereien mit der Bewegungssteuerung. Vollwertige VR-Titel, die uns stundenlang beschäftigen, vermissen wir hier noch schmerzlich. Die Auswahl an Spielen mit Vive-Unterstützung lässt stark zu wünschen übrig. Vorrangig scheitern die Titel an der Qualitätshürde. Wirklich dauerhaft hat es uns kein Titel angetan. Die Spieleauswahl für das Vive-Headset strafen wir mit einem Daumen nach unten. Bevor wir zu unserem Endergebnis kommen, reden wir noch einmal kurz über Zahlen. Preislich lassen sich beide Geräte zum jetzigen Zeitpunkt nur schlecht vergleichen. Mit rund 700 Euro ist das Oculus-Headset zwar das bisher günstigste, das Vive-Headset beinhaltet aber zusätzlich noch die beiden SteamVR-Controller. Mit den Oculus-Touch-Controllern wollen Facebook und Microsoft noch in diesem Jahr nachziehen. Was die finalen Geräte kosten sollen, ist noch nicht bekannt. Da wir aber stark von mindestens 150 Euro für die Oculus-Touch-Controller ausgehen, fällt der Preisunterschied für das Gesamtpaket beider Brillen aber nicht mehr merklich ins Gewicht. Generell finden wir beide Headsets aber zu teuer für Privatanwender. In Sachen Technik konnten uns beide Headsets überzeugen. Den mangelnden Komfort gleicht das Oculus-Headset allerdings mit dem einfachen Aufbau und dem geringeren Platzbedarf wieder aus. In Sachen Spieleauswahl konnte uns keines der beiden Headsets wirklich überzeugen. Knallharten Fans von Minigames und allen, die gerne zusammen mit Freunden und Familie in die virtuelle Welt eintauchen wollen, empfehlen wir daher das Vive-Headset. Für alle, die das Spielen ernsthafter nehmen und unbedingt ein VR-Headset möchten, lohnt sich die Oculus-Brille im Moment mehr. Vor allem, da die Touch-Controller bisher rein optional sind und nicht zwingend mitgekauft werden müssen. Ob sich VR im Videospielbereich wirklich durchsetzen kann oder der Hype genauso schnell abflaut wie damals bei den ersten 3D-Fernsehern, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Konsolenbesitzer, die auch in die virtuelle Realität eintauchen wollen, müssen sich noch bis zum Release der PlayStation VR gegen Ende des Jahres gedulden. Seid ihr VR-Junkies oder lassen euch die sauteuren Plastikbrillen vollkommen kalt? Teilt doch eure Meinung zu HTC und Oculus mit uns und gebt uns Feedback.